keine Schlacht ohne ein verlorenes Schiff. So laufen die Tyranniden. Hier können wir ein Nest aufbauen, hier können wir neue Schiffe bauen. Reifungsnest. Planetoidennest wird gemacht. Da können wir endlich hier neue Schiffe rekrutieren. Gut, Joss Marines Cove, da müssen wir gar nicht mehr uns mit befassen. Das wird dann bei Zeiten einfach von alleine passieren. Erlaubt es den Tyranniden mit Space Hulks zu befallen, um sie mit Tyranniden zu füllen und sie an feindliche Systeme einzulenken. Wenn die Verteidigung geschwächt wird, nach der Aktivierung des Systems fällt unter ihre Kontrolle. Was auch immer das heißen möchte. Gut, in dem Fall. Vielfältig mehr. Schnell verspeichern und bereit. Stimmt, wir hätten in Billard 4 einen Weichmacherangriff machen können, aber wir warten lieber darauf, dass die Vanguard-Flotten gleich auftauchen und das einfach freiräumt. Wann machen die das? Das hätte inzwischen passieren müssen. Eigentlich schon. Ich wäre versucht herauszufinden, was passiert. Huh? Wenn wir jetzt noch dreimal auf Zug beenden drücken. Ja, was ist damit? Ob wir das eine System dann sich einfach direkt übernehmen. Billard 4. Oh. Würde ich gerne herausfinden, dementsprechend schnell speichere ich mal. Ja, ich habe gespeichert und bereit. Ob ja, die... Ich muss nebenbei noch meine Bratkartoffeln zu essen, bevor sie kalt werden, weil wenn sie kalt werden, dann schmecken sie wie... Außerdem hoffe ich ein bisschen... Nein, hört auf damit. Nee. Außerdem hoffe ich ein bisschen, dass die Eldari sich trauen, einen Angriff durchzuführen. Ich möchte... Was könnt ihr machen, wenn wir Odisha gegessen haben? Das ist uns dann egal. Da könnt ihr ruhig das System zurückerobern. Wie lange braucht die Invasion da? 3 Züge. Und der Planet ist schon zu wie viel? Ach, der ist schon verschlungen. Oh, die Sounds vollkommen egal. Die Orks haben sich eine neue Flotte in Joss Marines Cove aufgebaut, aber das werden wir dann auch in 3 Zügen vielleicht erfahren, was da dann passiert. Gut, 2 Vanguard-Streitkräfte. Na gut, nochmal schnell speichern und bereit. Wie wär's, wenn ihr einen Angriff wagt? Nicht ihr! Die sind echt defensiv unterwegs. Hauptsächlicher Umstand ist halt, dass wir auch nicht stärker werden aktuell, weil wir sammeln halt nicht so wirklich Ressourcen an, wir verlieren eher Ressourcen, wenn wir zu lange warten. Das wird ein bisschen was auffrischen können. Das Bilial 4. Ein bisschen was. Hat 91,650 viel Platz, 159. Das reicht doch bestimmt, um tatsächlich genau ein Biosäuregeschoss Teil zu kaufen. Oder ein Korrosionsgeschoss. Dann natürlich das Korrosionsgeschossschiff.
welches dann die Rolle übernimmt. Denn sind wir ehrlich, wir wollen nicht, dass Synapsenschiffe in die feindlichen Flotten reinrammen. Das Testere gehen, damit wir da neue Schiffe bauen können für den. Er hat den Devourer, das ist sehr schön für den. Plasma Strangler. Power Stick für doppelläufige Pyrosaurartillerie, das ist auch nicht schlecht. Geben Sie das. So, theoretisch bräuchte Billard 4 noch einen Zug, dann müsste das System irgendwie so übernehmen. Schauen wir einfach mal, was passiert. Ich drücke auf Bereit. Ja, das interessiert niemanden im Spiel. Aber die greifen halt. Moment mal, die versuchen immer noch Invasionen durchzuführen gegen eroberte Gebiete. Gegen gefressene Gebiete. Na gut, wenn die meinen. Anscheinend. Ah, BDL4 wurde einfach übernommen. Oh. Neat. Könntest du einen Reifungstest einfach da reinsetzen? Das bedeutet, wir können in den Lord gleich theoretisch die Mission starten. Und mit theoretisch meine ich, warum als Welt auch nicht. Wir haben drei Flotten dafür. Wir können nicht aber unsere Flotten einfach zu unseren eigenen Systemen zurückziehen, oder? Nein, das geht so nicht. Das heißt, Phonosar, ich sehe keine Möglichkeit, das zurückzuerobern aktuell. Falls es verloren geht. Was durchaus passieren könnte. Aber gut, wenn verschlungene Welten zurückerobert werden, das ist für uns nicht das größte Problem. Solange wir immer eine Gelegenheit haben, in irgendeinem System neue Schiffe aufzubauen, unsere Wirtschaft leidet nicht drunter. Psy-Schrei, schnelle Erholung und Spornfeld und Sabberkanone. Schauen wir einfach mal, was da auf uns zukommt. Die Eldari werden das Elord-System in Billia 4 verteidigen, nachdem sie auch Tarkin, Irama und Captain Sint zu Groll auch der Iron Hands davon überzeugen konnten, einen brüchigen Waffenschein einzugehen, um sich auf die bedrohlichen Tyraniden zu konzentrieren. Schlachtruf und Einsatzbefehl schon mal. Okay, da ändere ich kurz was. Bevor wir uns darauf einlassen, ich denke nicht, dass wir wollen, dass ein Synapsenschiff auf einem Schiff liegt, das einfach nur rammen muss. Ich glaube, es wäre ungesund für die Synapse. Man rammt auch sein Gehirn nicht durchgehend gegen irgendwelche Wände, um durchzubrechen, nicht wahr? Doch. Vergiss, dass ich gefragt habe. Was denkst du, warum ich so einen scharfen Intelligenzkopf habe? Oh. Point proof. Nachvollziehbar, hab schönen Tag. Der ist angespitzt. Please, Aldi. Yeah, I don't know. Ich weiß es nicht. Oh nein, es sind Eldari. Oh? Es sind Eldari. Oh. Weißt du, ich glaube, ich höre meinen Namen
durch die Wohnung rufen. Nein. Ich meine, du bist multitasking-fähig, kann eben kurz in die Küche gehen. Nein, kannst du nicht. Was genau los ist. Ich wette, das ist irgendwas mit dem Krieg gegen die Ameisen. Der Ding Schlachtruf. Das ist sehr, sehr, sehr wichtig. Schlachtruf! Schlacht. Weißt du, es kann. Ich bin in 40 Minuten wieder da. Nein! Wie lange braucht diese Schlacht in deinem. Was schätzt du, wie lange braucht diese Schlacht? Nicht so lange. Entweder wir besiegen sie sehr schnell oder wir werden sehr schnell zerschossen. Oh nein, es hat an meiner Tür geklopft. Es muss jetzt wohl gehen. Nein! Hier geblieben. Der Schwarm will es. Nein. Alter, ich schmecke scheiße. Hören wir uns an, was sie zu sagen haben. Direkt nach dem Ladebildschirm. Ja. This is what has confounded upstart humanity so? There are two lessons to be taught this day. We should tread lightly. Destiny's skeins are brittle. They may not bear the weight of presumption. Timid deeds win no victories. Let the humans relearn their place. And these tyrannids that they have no place at all. I urge caution. The fates flow strangely in this region. And signal interference shrouds the stars. Oh! There may be many surprises oh. For the Strahlungswellen? Warrior. Perfekt. Das ist gut. So, eins, zwei, ich nehme auch die Escort-Schiff mit, du hast dann die Synapsen-Schiff unter Kontrolle. Worauf basieren die? Die basieren zum Großteil auf Torpedos und solchen Sachen. Oh, heiliges Scheiße, das wird Schießerei, Abrissbirne, Sauerkanone. Okay. Nachladen. Biogeschoss. Korrosionsgeschoss. Biogeschoss. Ach Gott, einige von denen haben Bioplasma. Die müssen dann auf Aufschalten gehen, tatsächlich. Oder auf Ortungshin gehen. Nicht einfach grundlegend auf Ort. Dann gehe ich einfach grundlegend auf Ortungssinn. Das sind Elder, die muss man gut treffen. Bei denen ja allerdings. Ja, ich noch nicht. Gib mir einen Moment. Okay. Sie sind merken, was die Waffen können, die ich habe. Hey. Was Elder sind. Hier will ich Wert drauf legen, dass alle Schüler treffen. Ach nee, das sind keine Strahlungswellen, das sind einfach nur falsche Signale. Oh. Schickt mal eine Spornwolke nach. Ich habe keine Ahnung wohin. Irgendwohin. Hm. Ich sehe halt nirgendwo noch ein echtes Signal. Sind halt Elder. Ewig getarnt. Haben die irgendwo hier hingeschickt? Ja, wird schon irgendjemand treffen. Und 12 kannst du zwei noch nach da hinsetzen, falls du irgendwie einen hast. Ich hab keinen zweiten. Bedauerlich. Ich will jetzt auch keine Biotorpedos ins Nichts schießen, wenn ich keine Ahnung habe, wo die Ziele tatsächlich sind. Ja. Wir haben keine Escort-Schiffe. Doch. Ja. Ja, wir haben zwei Escort-Schiffe. Ich möchte eigentlich nicht, dass sie sterben, dementsprechend hättest du eventuell an den Flanken platzieren sollen. Ich habe wurscht gehört, die sind hier in dem Bereich. So, na jedenfalls. Nein, das können auch von hier kommen. Gefunden! Als ob ich in einem scheiß Mahlstrom bleibe, Freunde. Haben Sie jemals gegen den Imperium benutzt? Nein, wir haben niemals mit dem Mahlstrom zu kämpfen gehabt im Imperium. Was genau ist das Ding denn? Oh Gott, okay, mein erstes Schiff ist geplatzt. Oh, das ging schnell. Das zweite folgt direkt.
Diese Elder haben keinen Chill. Das habe ich ganz nichts gesetzt. Scheiß drauf, dann platz einfach. Ich bin neue Schiffe. Wo ist die Abrissbirne? Lass die zurückfallen, Luft. Ja. Das, was wir hier vorne haben, stirbt. I just dotted in the... Ich hab's nur kurz in die... Wie heißt Dings geschubst. Zwei... Nein, wieso? Oh Gott, wieso funktioniert das manchmal nicht? Gruppe 1. So. Festhalten. Meine Geschwader bringen nichts. Nope, vorhin haben Eldar die besten Geschwader. Das heißt, wir haben wahrscheinlich die schlechtesten Geschwader gegen die besten. Ich kennzeichne die mal, damit sie uns nicht da ins Nichts verschwinden. Ja. Verzieh die sanften Schiffe ein bisschen in den Nebel. Flüssiglas. Ich wollte nur einmal Torpedos abschießen. Du müsst deren Escort schwer wischen. Ja. Ich bin gerade nicht in der guten Position dafür. Weil ich muss mich jetzt wenden und wissen. Oh, Malstrom ist nicht gut, ne? Nein. Das kann mich noch nicht wurschen. Hat der Void Lurker? Nein. Das wäre nützlich, ja. Oh. Es ist so deprimierend, wie langsam die Tyranniden sind. Ja, wir sind echt so lahmarschig. Ich muss einfach direkt in den Nahkampf versuchen reinzurennen. Das Problem ist, die drehen einfach wieder um. Zum Glück habe ich jetzt genug Escortschaft da, damit die aufgedeckt bleiben für eine Weile. Und dank Aufschalten treffe ich die sogar ein bisschen. Moment mal, da sie das optionale Ziel abgeschlossen haben, können sich Tyranidenverstärkungen der anschließen. Oh, stopp, wir haben Zusatzschiffe bekommen. Ja, hab ich doch. Ja, ich hab's gar nicht mitbekommen. Das war, was du meintest. Ich dachte, sie hätte es gesagt, ich weiß nicht, ob ich es gesagt habe. Wahrscheinlich schon. Also ich habe was von neuen Schiffen gehört, aber ich war nicht sicher, ob das gemeint war. Vielleicht haben wir uns auch beide einfach das Gaslicht geführt. Wahrscheinlich. Oh! Kortschiff, ich brauche einen Scan. So. So. Ach, kein Job ist morgen. Wie sie sich immer weiter in die Ecke zurückziehen. Das Kortschiff gehen jetzt ein Flankenmanöver durchführen. Müssen die in die Ecke drängen, damit die aufhören, uns wegzurennen. Im All. Ah, den ist kurz verhindern, meinen Wusch.
Was machst du, Schiff? Lass das. Okay, gut, bei dem... Der hat gut getankt, was er konnte, aber jetzt kann er auch nicht mehr rammen. Er geht über auf Nachladen. Weil seine Zähne jetzt im Eimer sind. Der kann nicht mehr das tun, wofür er existiert. Das Problem ist, die Türen haben nur Nahkampfangriffe. Ja. Gegen Tyrannien zu spielen ist dadurch mega einfach, aber... Und jetzt friss! Okay. Muss eben Hund rauslassen. Ja. Es ist natürlich eine Story-Mission, wo wir unseren ersten tatsächlichen Sieg gegen die Eldari haben dürfen. Sonst müssen wir die halt immer runterringen, weil die echt mächtig sind.